Hoppner, Kantonspolizei, Einbürgerungsabteilung. Wir überprüfen die Ausländer, die Schweizer werden wollen. Fischer, komm mal raus. Das ist mein Assistent. Grüezi miteinander. Bin nur in der Probezeit. Ja, ist nicht so einfach, Leute zu besuchen und auszufragen. Muss man allerhand lehren. Kommen Sie zur Sache, Fischer. Ja, Entschuldigung. Wir sind jetzt eben die Schweizermacher. Sehr ein interessanter Beruf übrigens. Das kann ich Ihnen empfehlen. Da lernt man manches. Sie, ich könnte Ihnen Geschichten erzählen. Wir haben nicht so viel Zeit zum Plaudern. Am besten ist, wir stellen ein paar Kandidaten vor. Sie waren in der Stube. Gehen wir schnell. Komm, 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 komm. Herr Notierit, die Wohnung macht einen ordentlichen, sauberen Eindruck. So darf ich vorstellen, das ist mein Mann. Wir haben natürlich auch noch andere Kandidaten. Sättige, die sich sehr Mühe geben. Das ist doch ganz gut gegangen. Ich glaube, wir waren ihm nicht unsympathisch. Ich werde ihm dann noch ein paar Flaschen von unserem Burgunder zukommen lassen. Hm? Auch noch? Ich habe ihm doch schon 200 Franken in die Tasche gesteckt. Gertrud! Also Gardiner wird natürlich nicht genommen. Die Bürgerungskommission stützt sich in erster Linie auf unsere Beobachtungen. Leumunds Bericht. Es braucht natürlich Fingerspitzengefühl. Hoppner, schauen Sie, wer der kommt. Ich bin Jugoslawin. Aber hier geboren und aufgewachsen. Und jetzt möchte ich nur Schweizerin werden. Wenn Sie mehr über mich möchten erfahren, fragen Sie ungeniert Herrn Bottmer oder Herrn Fischer. Ja, die wissen alles über mich. Das heisst, fast alles. Haben Sie Zeit notiert? Ja, was war jemand? Das heisst, was war jemand? Präzision, Fischer. Das dürfte jetzt aber nicht mehr passieren. Also gehen wir. Was haben Sie zu tun? Ich kann mal fahren, aber. Er lehrt es auch noch. Ich wundere, was wieder alles auf mich zukommt. Wieder schauen.